Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play Mountain Blade Warband. Letzte Folge haben wir ein bisschen unsere Beziehung mit dem Königreich der Nordmänner verbessert. Jetzt allerdings fehlt uns die Aufgabe. Wir wissen nicht genau, was wir tun sollen und die Wachen hier sehen echt immer aus, als würden die knacken. Oh Gott, mein Arsch. Wie gesagt, die Wachen hier sind nicht gerade die hellsten und die sehen auch nicht besonders gut aus. Was bist du für einer? Nordfußsoldat. Acht auf Benehmen innerhalb der Mauer. Ach so. Okay. So sehen also die ausgebildeten Nordfußsoldaten aus. Die sehen fast aus wie der fünfte Mystic Knight. Falls das noch jemand kennt. Wir gucken mal. Rüstung können wir uns eh nicht leisten. Wir haben ja jetzt ein bisschen Geld. Wir müssen allerdings jetzt auch, irgendwie unser Ansehen verbessern, Feinde besiegen, all sowas. Wir müssen mal irgendwie das hinkriegen. Wir gehen mal in die Schenke und gucken mal, was hier so abgeht. Reisender. Hallo Reisender. Ich suche nach einem meiner Gefährten. Vielleicht kann ich euch... Nach wem sucht ihr? Schon gut. Nee, der hat jetzt nicht so viel zu erzählen. Was bist du für eine? Söldner Armbrustschütze. Ey, fünf meiner Kameraden sind auf der Suche. 700 Dinare. Nee, vergebt mir, aber ich kann da leider nicht. Gibt's hier auf... Halt, warte mal. Der Gildenmeister hier. Der Gildenmeister hat doch immer Aufgaben. Hat's doch gießen. Warte mal, Gildenmeister, wo war denn der? Der da. Das sieht aus wie der Gildenmeister. Der hat doch bestimmt Aufgaben für ihn. Hallo, Gildenmeister. Moin. Guten Tag. Vielleicht habt ihr einen Auftrag für mich. Wir haben gehört, einmal Reisende auf der Straße nach Fenada von Seeräubern angegriffen. Aufspürten, den Händler der Stadt, Beschreibung ihres Anführers in die Hände gefallen. Kopfgeld. Ja, klar, gerne. Das machen wir doch sehr, sehr gerne. Apropos, wir könnten ja jetzt auch das Vieh kaufen. Ist natürlich interessant. Warte mal. Geht zum Marktplatz. Handelt mit dem Warenhändler. Also hier können wir ja kein Vieh kaufen. Na, kehrt zurück. Weiterziehen. Ja, ich würde gerne Vieh kaufen. Für die andere Aufgabe. Nur leider nützt es mir gerade nichts. So, jetzt gucken wir allerdings erstmal nach. Da, fünf Stück Vieh abliefern. Ihr habt 23 Tage Zeit, um diese Quest zu beenden. Ja. Ausgegeben am... Okay. Aber das Problem ist, wir haben leider kein Vieh. Und wir können das irgendwie... Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Wir gehen mal nach Quinn. Und gucken mal, ob wir da fünf Vieh kaufen können. Ich möchte die Quest natürlich einfach abgeben. Ich möchte es ungerne den Dorfbewohnern versprechen und dann nicht hier einhalten können. Wir gucken jetzt mal, wir kaufen mal Vorräte. Nee. Die haben hier gar kein Vieh zum Angebot. Was haben die hier? Ein Nordrekrut. Naja, den nehmen wir noch mit. Okay. Gut, dann haben sie hier halt kein Vieh, dann können wir halt auch nichts machen. Wo sollen wir denn die Banditen aufspüren, um genau zu sein? Nahe Sargot angegriffen. Okay, ihr habt 60 Tage Zeit. Okay, wir haben Zeit also, um diese Quest abzuschließen. Das ist gut. Wir gehen mal nach Haien. Haien. H1. H1Z1? Nee. Wir schauen einfach mal, ob wir dort vielleicht nochmal ein bisschen Vieh kaufen können. Wenn ja, dann ist gut. Wenn nein, dann scheiß ich drauf. Was? Wurde von Königreich gefangen genommen? Nein! Wie können die denn schon wieder ein Jarl gefangen genommen haben? Wie viele Freiwillige? 7! Die nehmen wir mit. Okay. Mann, wieso kann ich denn hier kein Vieh kaufen? Das gibt's doch nicht. Würste. Ich will keine Würste. Ich will Vieh kaufen. Warte, geh zum Dorfzentrum. Genau, da war das doch. Wenn wir mit dem Dorfältesten gequarkt haben, dann ging das doch immer. Vorausgesetzt, ich finde ihn. Das ist ja wohl der Einzige, der hier immer nur rumsteht, oder? Dann müsstest du es sein. Oh Gott, Pferd. Mach's nicht schwerer, als es ist. Entschuldigung. So.
Ich möchte etwas Vieh kaufen. 5. Danke. 780 Dinare, ey. Boah. Okay, gut. Weiterziehen. So. Wie können wir das jetzt... Warte mal. So. Weiterziehen. Wir haben jetzt 5 Vieh. Hoffentlich werden die uns nicht abgeluchst. Treibt das Vieh weiter. Mensch, wieso geht denn das immer in die falsche Richtung? Das gibt es nicht. Falsche Richtung, Gott verdammt. Ach so, wir müssen ja auch noch selber... Oh Gott. Nein, wo ist mein Vieh hin? Verdammte Hacke! Ich hab grad... Oh Gott. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr, so dermaßen. Haben wir denn jetzt bitteschön Vieh dabei oder nicht? Inventar, was haben wir denn? Nee. Moment, stopp. Halt still. Halt doch mal still. Ja, wo ist denn jetzt mein Vieh? Da ist nichts. Verdammt, das hat mich jetzt fast mein ganzes Geld gekostet, ey. Das ist doch so zum Kotzen. Ich scheiß auf das. Ich scheiß aufs Vieh, ganz ehrlich. Sorry, Vieh-Mission mache ich nie wieder. Dafür sind wir auch nicht da. Mein Vieh ist weg, ich weiß nicht, wo es hin ist. Hat mich 700 Gold gekostet. Das ist jetzt echt ein schlechter Scherz. Irgendwie. Ich weiß nicht, wo es hin ist, ich weiß nicht. Das ist jetzt echt absolut... beschitten. Ich hatte es gekauft, aber irgendwie ist es weg. Ich weiß nicht, was das soll, aber naja. Oh, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt. Ich meine, klar, 700 Dinare ist wahrscheinlich gar nicht... Ist im Moment eine Menge Geld für mich. Aber wahrscheinlich im späteren Spielverlauf wahrscheinlich gar nicht. So, irgendwo hier in der Nähe sollen ja Banditen gewesen sein. Jetzt müssen wir die nur erstmal finden. Irgendwo in der Nähe. Seepiraten, wahrscheinlich hier oben. Das heißt natürlich erstmal finden. Wo sind die? In der Nähe von Sargot. Ich sehe hier keinerlei Piraten, irgendwas. Warte mal, Liefer und Banditen aufspüren. Findet die Seeräuber, die reisen nahe Sargot und meldet euch dann wieder in der Stadt. Ja, erstmal finden, das ist es halt. Die reisende Seeräuber in der Nähe. Wenn, dann müssten die wahrscheinlich so am Fluss entlang sein. Gehe ich mal davon aus, dass die irgendwo hier so am Fluss entlang wahrscheinlich ihr Lager haben. Aber ich sehe nur nichts. Irgendwo werden sie sein. Und wenn wir sie gefunden haben, dann... Ja, dann... kümmern wir uns darum. Aber erstmal müssen wir halt reiten. Boah, ich brauche unbedingt irgendwann auch mal ein besseres Pferd. Wo sollen die denn sein? In der Nähe ist Sargot, ja. Fragt sich nur, was bei denen in der Nähe ist. Da ist Fenada. Wir reizen mal hier runter, so Richtung Fenada. Das wird schon irgendwo hier sein. Seeräuber in der Nähe von... Ich finde sie aber nicht. Können wir hier oben hinreisen? Geht das? Ja, das geht sogar, glaube ich, oder? Ich beobachte mal den Trupp, weil irgendwo müssen sie ja sein. Oder vielleicht sind sie hier drüben. Warte mal. Oh, was ist das? Oh Gott. Da kommt eine ganze Armee. 31 plus 30. Die haben Gefangene dabei. Nein, lasst mich in Frieden. Oh Gott. Jagen die mich? Ne, zum Glück, ich bin denen noch schnutzfurzegal. Hier sind auch keine Seeräuber. Wo sollen die denn sein? So ein schlechter Scherz.
Okay, warte mal. Wir reisen mal hier hoch. Es wird vielleicht wahrscheinlich sogar hier oben sein. Ja, das ist halt immer das Problem. Erstmal finden. Vor allem, die stellen sich das so leicht vor. Ja, Nordmänner wurde von Vaegir Königreich. Was seid ihr? Dorfbauern. Wird überfallen. Vaegir Veteran. Ach du Scheiße. Mit denen lege ich mich nicht an. Ich würde denen gerne helfen. Das arme Königreich hier kriegt gerade voll auf den Sack. Und eine Burg kann ich auch nicht angreifen. Vielleicht kann ich auch das Dorf hier überfallen. Ich würde mir sehr gerne das Dorf einverleiben sogar. 50 plus 1. Oh je, meine. So, wir gucken mal, ob wir hier rüber reisen können. Na, das scheint sogar zu gehen. Bestimmt sind die hier auf der Insel. 100 pro haben die hier irgendwo ihr Lager wahrscheinlich. Oder? Oder vielleicht auch nicht. Mensch, wo sollen denn hier bitte schön Seebanditen sein? Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Wo denn? Warte mal, steht da irgendein Tipp oder so? Findet die Seeräuber, die Reisenden nahe Sargot angriffen und meldet euch dann wieder in der Stadt. Ja, findet die Seeräuber. Wahrscheinlich sind die hier oben. Wenn es Seeräuber sind, dann kann ich mir das gut vorstellen. Vielleicht ist es wirklich so, dass die ein bisschen weiter weg sind. Aber wir müssen die Aufgabe erfüllen. Ich kann es mir nicht leisten, schon wieder schlecht dazustehen. Vaegir Königreich und Königreich der Nordmänner haben Frieden geschlossen. Was? Erst geben sie sich auf die Mütze und jetzt ist Frieden? Das gibt es nicht. Seid ihr Dorfbauern? Ja. Toll. Wen soll ich denn dann jetzt angreifen, bitteschön? Jetzt habe ich mal gedacht. Na naja, gut, ist vielleicht nicht verkehrt. Dann bauen sich die Nordmänner vielleicht auch wieder auf. Wisst ihr, was ich meine? Und die Stadt hier gehört dem Vaegir-Königreich. Also beziehungsweise, ja, die gehört jetzt dem Vaegir-Königreich, gehört aber eigentlich dem Königreich der Nordmänner. Ist unrechtens abgekommen. Das müssen wir irgendwann mal zurückerobern. Aber sowas von. Die blöden Banditen, wo sind die denn? Gibt's hier oben eine Stadt oder so? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich bin hier am Arsch der Welt. Hey, was ist das? Da ist Wallichendorf. Oh Gott. Minus 105. Wir können nur noch 2 Monate überleben, wenn ich jetzt nicht bald Geld auftreibe. Oh, wo sind die Seeräuber? Ich habe jetzt fast 1 Monat damit verbracht, hier hochzureisen. Das gibt es nicht. Okay. Es gibt hier keine Seeräuber, nichts. Hier oben gibt es nur ein einziges geplündertes, verlassenes Dorf. Scheiße. Ich weiß nicht, wo die sein sollen, ganz ehrlich. Kann ich über die See reisen? Nee, kann ich nicht. Oder? Vielleicht doch. Nee, geht nicht. Okay, gut. Das heißt, wir reisen erstmal da runter. Vielleicht finde ich da unten dann auch mal irgendwas Ähnliches. Vielleicht hätte ich in der Stadt erstmal ein paar Tipps mir holen sollen oder so, wo die sein könnten. Vielleicht. Ja, vielleicht hätte ich mir da was holen können. Irgendwie so von den Dorfbewohnern oder so, ihr wisst schon. Irgendwie so, ja, ein paar Hinweise, ob sie wissen ungefähr, welche Richtung. Das wäre zumindest mal akzeptabel gewesen, als das, dass ich hier monatelang, wochenlang durch die Kante reise und nichts habe. Oh, und unsere Vorräte werden auch langsam knapp. Verdammt.
Mann, hätte ich nicht so viel Geld für das blöde Vieh ausgegeben. Ah, oh, das ärgert mich. Da kriege ich echt einen Anfall, kriege ich da. Burg Telrock. Ich weiß nicht, wo die sein sollen. Es hat geheißen Nähe Sargot. Ja, aber was meinen die mit Nähe? Das ist halt es. Ist das der Bereich? Ist das vielleicht größer, kleiner? Das weiß man immer nicht. Was ist das? Deserteure. 10 plus 4. Seid ihr es vielleicht? Ja, okay, die hauen ab. Was seid ihr? Ihr seid Dorfbauern. Die reisen ja immer hier so durch den Wald durch. Ja, ich habe ja eigentlich gehofft, dass die vielleicht dann hier irgendwo die Banditen auftauchen. Vor allem der Radius ist ziemlich klein anscheinend, den wir da so Sichtbarkeit haben. Das müssten wir vielleicht auch mal irgendwie vergrößern. Da sind es auf einmal nur noch 9, gerade eben waren es 10. Die Frage ist, was ist passiert? Okay, hier ist nichts. Das gibt es nicht. Hier sind noch mehr Reisende. Seepiraten, ja, ja. Seebanditen, ha. Hier ist aber auch gar nichts. Taucht nicht einer auf. So was, wir gehen erstmal da rein. Wir gehen erstmal hier in die Stadt und gucken mal, ob wir vielleicht ein paar Informationen kriegen. Vielleicht in der Schenke. Oh, ihr seht gut aus. Elite-Schwertkämpfer. 500 Dinare. Ja, eine wahre Schande, in der Tat. Die hätte ich gerne. Guten Tag, werter Schankwirt. Ich möchte eben Gast. Habt ihr... toll, von dem kriegen wir auch keine Gerüchte oder irgendwas. Moment, Moment. Im Stadtzentrum vielleicht. Die Dorfbewohner sprechen doch immer so gern. Guten Tag, meine Dame. In letzter Zeit nichts Interessantes. Na toll. Tja, jetzt bleibt die Frage. Arena, Marktplatz. Ich gehe nochmal hier hin. Warte mal. Nee, du hast nichts zu sagen. Wir müssen nochmal mit dem Jarl sprechen. Vielleicht kriegen wir da ja noch irgendwie ein paar Gerüchte raus. Ach, das ist also die Frau, die wir hätten heiraten sollen. Ah ja, okay. Dame Dria. Ich bin Gattin von Jarl Iria. Oh, okay. Nee, das ist nicht. Gibt es etwas in eurer Kunst? Nein. Okay, gut. Ich muss mich empfehlen. Okay. Ja, wir sitzen hier gerade ein bisschen sprecht. Warte mal, so begegnen wir uns wieder. Ich jage eine Gruppe Banditen mit folgender Beschreibung. Habt ihr sie gesehen? Ja, das ist doch gut. Die Straßen sind voller Briganten, mein Freund, aber dieser Name klingt nicht vertraut. Ich wünsche euch trotzdem weitmals Heil. Ja, super. Okay, also können wir da zumindest schon mal ein bisschen König Ragnar. Die Straßen sind voller... Hast du vielleicht? Ah, okay. Okay, das ist ein Vasall, okay, das sind Nordmänner. Nun, ich habe nicht von euch gehört, dass ihr aussieht wie jemand einzeln. Was? Ich habe nicht von euch gehört, ach so, ja gut. Ah, die Straßen sind voller Wasser. Es muss doch irgendwo eine Möglichkeit geben, irgendwie einen Tipp zu bekommen oder irgendwas. Spaziergang durch die Straße. Irgendwo müssen wir doch was rausfinden können. Hey, du! Hey, du! Gildenmeister, ja, das ist vielleicht eine Möglichkeit. Guten Tag. Nun, ich arbeite noch daran. Nee, das ist ja der, der mir die Aufgabe gegeben hat, aber ich finde... Oder ist die in der Stadt? Oder in der Nähe? Seeräuber. Das ist halt die Frage, ne? Ich glaube... Ne, die müssten außerhalb sein. Es muss irgendwo außerhalb sein. Es
Es muss irgendwo sein. Aber wo? Das ist die Frage. Okay. Findet die Seeräuber, die Reisenden nahe Sargot angriffen und meldet euch dann wieder in der Stadt. Ja, findet die Seeräuber. Ja. Wo sollen die denn sein? Wir können doch nicht hier jetzt tagelang, nächtelang durch die Gegend hier marschieren. Und auf gut Glück hoffen, dass wir irgendwo die Seeräuber entdecken. Ich meine, wir haben wahrscheinlich gar keine andere Wahl. Wir müssen es wahrscheinlich machen. Nahe Sargot, ja. Wie gesagt, ich reite nochmal hier runter. Vielleicht haben wir Glück und entdecken hier unten nochmal welche. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Vor allem, weil uns langsam wirklich das Gold ausgeht. Ah, okay. Gut, die haben sich gegenseitig den Krieg erklärt. Von mir aus gerne. So. Nahe Sargot. Gesagt, irgendwo werden sie bestimmt sein. Wir bleiben einfach mal hier in einem Radius von Sargot. Irgendwo werden sie schon sein. Ich glaube, wir sind noch nicht hier durchgeritten. Aber ich sehe sie halt nirgendwo. Aber das ergibt auch gar keinen Sinn. Weißt du, das heißt ja Seeräuber. Das heißt, die müssten doch irgendwo hier sein. Was, der Trupp hat nichts zu essen? Oh Gott. Königreich Schwardinien. Wir gehen mal nach Fernada. Vielleicht haben die ja einen Tipp. Vielleicht haben die einen Tipp. Freiwillig brauche ich jetzt nicht. Kauf Vorräte. Ja, wir brauchen unbedingt was zu essen. Oh Gott, das Geld wird immer knapper. Es wird immer knapper, das Geld. Die Musik passt. Unsere Männer werden verhungern. 2 auf Truppenmoral. 26. Ja, wir haben leider keine andere Wahl, aber ich muss es ja kaufen. Ich muss mal mit dem Dorfältesten reden. Vielleicht weiß der was. Oh Gott, das Dorf hier sieht irgendwie so ein bisschen brach aus. Wo ist denn der Dorfälteste? Da vorne. Oh. Hallo, werter Dorfälster. Verzeiht, mein Herr, ich gehe weder streitmächtig sehen noch von Ihnen gehört. Na toll. Hab Dank, momentan brauchen Sie nichts. Es gibt es nicht. Ich würde sagen, wir stecken in ernsthaften Schwierigkeiten. Wenn ich die Seepiraten nicht finde, dann habe ich echt ein Problem. Moment, es sind doch Reisende hier, die ja so immer so durch die Städte durchreisen. Da, ich will mal mit denen sprechen. It's almost harvesting season. Oh, das ist der Erste, der jetzt mal redet. Okay, mein Fürst, wir sind arme Bauern vom Dorf. Ja, wir bringen unsere Waren. So. Habt ihr eine Gruppe Banditen gesehen? Die Straßen sind voller Briganten. Waldmannshall. Hickt euch! Sagt mir, wo sie sind. Nur denn, gehabt euch wohl. Ah, ich finde... Wieso? Von wegen überhaupt, ey. Das gibt es doch gar nicht. Irgendwo muss doch irgendjemand sein, der mal irgendwie einen Tipp hat oder irgendwas. In der Nähe Sargot, ja. Für den Arsch. Vielleicht hier weiter drüben. Genau, wir probieren es mal mit Quinn. Vielleicht haben die ja einen Tipp für uns. Ja, nee, Sargot. Seebanditen, wo denn? Geh zum Dorfzentrum. Vielleicht hat er ja einer hier einen Tipp. Dass wir da wirklich so... Naja, wie heißt es? Investigieren müssen, also dass wir wirklich hier so Nachforschung anstellen müssen, so. Das ist natürlich interessant. Das macht es einen nicht gerade leichter, aber interessanter ist es auf jeden Fall. Oh, halt. Ja, okay, mit denen kann ich nicht reden. Warte mal, habt ihr irgendwelche Feinde? Okay. Irgendwelche Aufgaben? Mist. So ein Mist. Die haben auch nichts. Wir können auch keine Freiwilligen rekrutieren, weil ich kann es mir ja kaum leisten, so die Leute hier durchzunehmen. Vielleicht haben sie ja hier in der Burg irgendwas. Ja, vielleicht haben sie ja dort irgendwas.
Okay. Mein Name lautet Black Devilson. Okay, gut. Und ich habe. Ja, okay. Ich jage eine Gruppe Banditen mit folgender Beschreibung. Habt ihr sie gesehen? Ah! Das gibt es nicht! Keiner von denen hat die Banditen gesehen. Gibt's die überhaupt noch? Das ist ein schlechter Scherz. Das ist absolut ein schlechter Scherz. Ich meine, irgendwo müssen doch diese Seepiraten sein. Wir reiten mal so ein bisschen hier oben entlang. Vielleicht haben wir ja Glück. Bezweifle ich zwar stark, weil ich nie Glück habe, aber naja. Wir gucken einfach mal. Irgendwo werden bestimmt die Seepiraten sein. Seebanditen überhaupt. Halt! Jarl! Wartet mal auf mir. So begegnen wir uns wieder, in einer Tat. Nein, auch nicht gesehen. Gut. Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Ich habe doch gar keine andere Wahl. Ich muss nochmal in die Stadt hier. Oder vielleicht haben die ja hier irgendwelche Gerüchte. Was seid ihr denn? Wander der Skalde. Schreibe Lieder für den Krieg, Publikum, okay. Er heiratet Liebe innerhalb des Adels von Caladria. Was ist nochmal die Aufgabe dieser Musiker? Okay, okay, gut. Kann ich im Spiel der Liebe eine Rolle spielen? Erzählt mir mal, was ist, wenn eine Dame und ihr Vater sich über einen Verehrer uneins sind? Manchmal kommt natürlich den Ruf ihres Vaters stark beschädigt und solange ermöglicht, dass wegen einer Frau ein Krieg ausbricht. Ein feines Thema für ein Lied. Okay, gut. Alles klar. Natürlich. Okay. Ah, okay, ich verstehe. Gut, also einschleimen und dann heiraten. Gut. Nun gut. Könnt ihr mir dich gut beibringen? Etwa 300 Dinare. Schon gut. Leb wohl. Nee, ist schon okay. 300 Dinare ist mir ehrlich gesagt zu viel. So. Nee, hier gibt's auch nichts. Oh, Mensch. Warte mal. Ich gehe zur Burg. Ah, vielleicht hat die Dame ja etwas gesehen oder gehört. Hallo. Nee. Nee. Nein. Okay, also hier werden wir auch nichts rausfinden. So eine Scheiße. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh. Schon wieder eine halbe Stunde vorbei und ich habe noch nichts erreicht, bis auf ein bisschen in der Stadt hier rumgeeiert. Oh, das gefällt mir gar nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir finden die Banditen nicht. Und das ist echt schwierig gerade mal. Das ist ein ganz, ganz dummes, heikles Thema. Sargott. Ja. Das ist halt einfach das Problem, weil ich finde die Banditen nicht. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich meine, die Bauern, die da so unterwegs sind, die könnten mir noch einen Tipp geben. Ach, das ist eher nur wieder... Aber die Tage verstreichen, meine Männer werden hungrig, unser Geld wird weniger, nachts reisen wir anscheinend viel, viel langsamer. Okay, das ist nur ein Trupp von den Nordmännern. Jetzt hatte ich mal wirklich Hoffnung. In der Nähe Sargot, ja, ich gebe euch in der Nähe Sargot, von wegen...
Wenn wir jetzt nicht bald Geld verdienen, war es das. Halt, warte mal. Vielleicht kann ich, obwohl, vielleicht weiß der was. Halt, Dorfbewohner, stopp. Stopp, wartet mal. Jetzt wartet doch mal. Ich will doch nur mal kurz mit euch reden. Wo sind die denn jetzt hin? Ja, da wieder rein. Ach, scheiße. Ich muss irgendwie rausfinden, wo die Banditen sind. Aber hier sind sie definitiv anscheinend nicht. Jetzt weiß ich nicht genau, wie soll ich das anstellen. Trupp von Jarl. Vielleicht weiß der ja was. So begegnen wir uns wieder, ja. Ich jage eine Gruppe. Straßen sind voll. Es gibt es nicht. Dass niemand weiß, wo die sein sollen. My Lord. Sagt mir, wo die sind. Verdammt. My Lord. Weidmannsheil, ja, Dorn. Zupi! Wisst ihr was? Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann sagt's doch gleich. Ach, Mann, ey. Was soll ich denn tun? Ja, das ist mies. Das ist ganz, ganz mies. In der Nähe von Sargot. Das heißt, wir reiten jetzt nochmal hier so ein bisschen entlang. Ich find's aber halt wirklich nicht. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich fürchte, das wird ein böses Ende nehmen. Vor allem, man kriegt auch nirgendwo Tipps oder irgendwas hier. Findet die Seeräuber, die Reisende nahe Sargot angriffen und meldet euch dann wieder in der Stadt. Ja, toll. Seeräuber. Findet die Seeräuber. Ihr könnt ja überall sein. Es sei denn, die sind wirklich hier so auf dem Stückchen da oben. Aber das würde mich wundern. Waren wir hier unten schon mal? Ich weiß es nicht. Weil es würde für mich wenig Sinn ergeben, wenn die auf einmal hier unten irgendwo wären. Sagen wir es mal so. Vielleicht sind sie auch schon ausgelöscht worden. Ich weiß es nicht. Ich werde einfach mal gucken, ob wir hier vielleicht doch noch jemanden finden. Irgendeinen Trupp Banditen oder irgendwas. Weil hier unten waren wir noch nicht. Halt, Karawane. Guten Tag, jage eine Gruppe. Straßen sind voller Briganten. Erzählt mir von eurer Reise. Okay. Ich habe Forderungen an euch. Was wollt ihr? Nee, wir wollen die jetzt nicht überfallen oder so. Das ist ein bisschen unhöflich im Moment. Vor allem weiß ich nicht, wie die Beziehungen im Moment sind. Halt. Deserteure? Moment. Halt, Angriff. Kümmert euch um die. Sind das die Banditen oder sind sie es nicht? Komm schon, kümmert euch. Was? Deserteure von Black Devilson? Was? Moment. Läuft weg von... Ja, du brauchst nicht wegzulaufen, mein Freund. Das gibt's doch nicht. Los, hinterher. Mist, jetzt sind sie im Schutz der Dunkelheit abgetaucht. Das gibt es nicht. Ich habe gedacht, das wären sie, aber es sind sie anscheinend nicht gewesen. Das waren die einzigsten Banditen, die ich jetzt hier gesehen hatte. Aber wenn die vor uns abhauen, dann ist es schlecht. Dann können wir die ja gar nicht einholen. Wie gesagt, wir gehen nochmal hier so unten am Rand entlang. Vielleicht finden wir ja da noch was. Irgendwo müssen sie ja sein. Die guten Banditen.
Na? Ach, Mann. Irgendwo werden wir sie finden. Wir müssen die Gruppe da, die jetzt da gerade so rumgeritten ist, das wäre eigentlich ideal gewesen, jetzt um Geld zu verdienen. Aber ich weiß leider nicht, wo sie hin sind. Das ist das Problem. Ah, da oben hat gerade was geblitzt. Haha, da sind sie. Komm schon. Schnappt sie euch. Oh oh. Neuer Reichtum 5. Oh Gott. Mensch, wo sind die denn jetzt hin? Okay, wir machen mal ein Lager. Aktion vornehmen. Zieht euch aus dem Abenteurerleben zurück. Ja klar, von wegen. Einige Zeit hier warten. Ach, ist ja cool. Friedensabkommen. Toll, jetzt haben sie ja alle Frieden hier. So. Weiterreisen. Der Tag ist da. Es nützt nichts in der Nacht, die zu verfolgen. Ich weiß zwar nicht, wo sie jetzt hin sind, aber bestimmt irgendwo in die Richtung. Das ist die einzigste Möglichkeit, jetzt irgendwie noch ein bisschen Geld zu verdienen. Mist. Plünderer! Hier geblieben! Na also, ergebt euch oder sterbt. Wie ihr wünscht, bereitet euch den Tod vor. Wir greifen an, wenn sie unbedingt wollen. Oh ja. Wer war denn das? Gepäck. Ach, hier kann ich mein Inventar öffnen. Okay. Gut, Männer. Ihr wisst, was zu tun ist. Hoffe ich. Ach ja, da kommen sie ja. So. Ich lasse mal meine Männer voran. Ich denke mal, das wird schon passen. Shit. Ach, das war's schon. Das war ja jetzt mal gar nichts. Na, die Männer werden langsam was. Aus dem Bauernhaufen wird langsam eine Armee. Wir haben keine Verluste, wir haben 9 Stück getötet. Okay, wir sollten vielleicht mal nicht alle Gefangenen ständig töten. Das wäre vielleicht mal auch nicht verkehrt, die mal zu behalten. Und zumindest mal irgendwas mit denen anzufangen. Okay. Steine ist zumindest schon mal etwas. Wisst ihr was, wir nehmen alles. So, wie viel bekommen wir jetzt dafür? 34 Dinare erhalten. Oh Gott, das wird ja, das wird ein Krampf. Das wird ein Krampf und wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, die Aufgabe zu erledigen. Das sehe ich doch jetzt schon. Hey, du, Dorfbauer. Gott, sind die schnell. Das wird so nichts. Wir müssen wieder zurück nach Sargot. Wir haben keine andere Wahl. Irgendwo in der Nähe von Sargot, ja, das ist halt das Problem. Ich werde noch ein bisschen rumsuchen, vielleicht finde ich es ja. Und ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen, auch wenn es jetzt nicht so die spannendste Folge war von allen. Aber ich habe euch ja gewarnt, es kann auch mal ein LW werden. Ein LWLP, ne? Also, gehabt euch wohl, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!